So, hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Für das zweite Video habe ich mir jetzt alle Filme mit B rausgesucht, selbstverständlicherweise. Und ich fange dann einfach mal an mit einem Film meiner Freundin, und zwar Der Baader Meinhof-Komplex auf DVD. Dann geht es weiter, ebenfalls von meiner Freundin hier, Baby Mama. Das ist so ein Grabbeltischfilm, der aber gar nicht so unlustig war. Dann hier die Blu-ray von Babies. Schöner Dokumentarfilm. Bad Boy Barbie. Die DVD von Bildstörung. Die Blu-ray von Bad Lieutenant. Dem Remake wohlgemerkt. Dann habe ich hier Bad Milo, die DVD. Aber die Blu-ray von Bad Taste. Hier die Import-DVD von Bergman, Operation Massenmord. Sensationeller Kurzfilm, den man glaube ich sogar bei YouTube schauen kann. Von meiner Freundin hier Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding auf DVD. Baraka auf Blu-ray. Dann haben wir Barfuß auf DVD. Und dann muss ich stellvertretend für den Film die ganze Box hier in die Linse halten. Und zwar geht es jetzt hier um Barry Lyndon. Ich werde natürlich für die anderen Filme diese Box dann auch nochmal reinhalten. Und die Box werde ich dann auch nochmal vorstellen irgendwann, denke ich. Dann hier Barton Fink auf DVD. Dann das Trilogie-Mediabook von Basket Case, auch importiert. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Hier steht zwar die 4K Blu-ray, aber hier ist nur die normale Blu-ray drin. Die Blu-ray von Beautiful aus der Störkanal-Reihe. Und damit geht es auch gleich weiter mit der Störkanal-Reihe, nämlich Wie die Wild. Zeit der Vergeltung, richtig guter Film, der leider viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Dann hier Snapper Case von Beetlejuice. Die DVD von Before Night Falls gehört meiner Freundin, ist ja sehr schlau gemacht. Weiß auf weiß oder hell auf hell auf jeden Fall, kann man kaum lesen. Dann ein ganz großes Stück aus meiner Sammlung. Begotten, die DVD. Habe ich hier auch importiert. Allerdings nicht, weil geschnitten oder so, sondern zufällig. Aber hier auch mit deutscher Tonspur. Being John Malkovich auf DVD. Dann Benny und June aus der Johnny Depp-Sammlung meiner Freundin. Einer der besten Filme von Johnny Depp mit, finde ich. Also der Film ist richtig toll. Bennys Video auf DVD. Dann haben wir hier Barbarian Sound Studio. Beyond the Limits von Olaf Ittenbach. Sein bester meiner Meinung nach. Muss ich mal kurz schieben hier. Weiter geht's mit BFG, Big Friendly Giant. Als Blu-ray. Big Eyes. Big Fish. Auch ganz toller Film. Dann das importierte Mediabook von The Big Lebowski. Auch mit deutscher Tonspur. Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit. Bis das Blut gefriert, habe ich noch nicht gesehen. Soll ja ein super Film sein. Der Biss der Schlangenfrau. Hier steht zwar gekürzte Fassung. Das stimmt allerdings nicht. Es gibt gar keine gekürzte Fassung. Vielleicht auf VHS damals, aber nicht auf DVD. Black Mass mit Johnny Depp natürlich wieder. Black Moon. Auch eine Perle, die irgendwie
meines Erachtens untergegangen ist, obwohl der Film aus den 70ern ist. Weiß ich nicht. Hat gedauert, bis ich den mal irgendwie traf, den Film, also auf den getroffen bin. Dann haben wir hier Black Mountain Side. Leider hier eine defekte Blu-ray. Also ich habe sie in meine PlayStation geschoben und da passiert nichts. Der sieht sie zwar, liest die auch, aber irgendwann bricht er ab und es passiert nichts. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob jemand das Problem auch hatte mit der Blu-ray von Black Mountain Side. Im Internet habe ich jedenfalls nichts dazu gefunden. Black Swan. Dann hier das Mediabook von Blair Witch Project. Blindside, die große Chance. Auch von meiner Freundin, aber ein richtig, richtig toller Film. Dann haben wir hier Block Party mit Dave Chappelle. Oder Dave Chappelles Block Party. Den habe ich noch nicht gesehen. Dann hier wieder mit Johnny Depp Blow. Auch hier wieder ein importiertes Mediabook von Blue Velvet. The Blues Brothers. Hier wieder die Bildstörung-Reihe Blut an den Lippen. Einer der schwächsten Filme aus dieser Reihe. Ich weiß nicht, vielleicht finden den auch viele toll. Ich fand den Film ziemlich langweilig. Der blutige Pfad Gottes im Mediabook. Und der zweite Teil im Director's Cut auf Blu-ray. Den Director's Cut kenne ich nicht. Ich kenne nur die andere Fassung. Die Kinofassung, denke ich, was das. Ich weiß es nicht genau. Dann recht neu in meiner Sammlung, Bob der Streuner. The Box, du bist das Experiment. Wieder aus der Bildstörungsreihe Der Boxer und der Tod. Und hier noch das Mediabook von The Boy. Und jetzt muss ich nochmal einmal hierher schieben. Das ist nämlich ganz schön viele bei B. The Brave. Übrigens auch von Johnny Depp. Hier hat er das erste und letzte Mal, das erste und einzige Mal auch Regie geführt. Brazil. Breaking the Waves von Lars von Trier. Das Mediabook von Braindead. Ihr braucht mir nichts zu dem Mediabook erzählen, ich weiß es selber. Im Allgemeinen sammle ich nicht Bootlegs jetzt, aber ich greife gerne auf Bootlegs zurück, soweit es keine Originalveröffentlichung gibt von irgendeinem Label. Aber sollte da jetzt offiziell veröffentlicht werden, Braindead, wird er natürlich sofort ersetzt. Dann hier Brain Scan. Und dann haben wir hier die erste Staffel von Breaking Bad. Die zweite Staffel, übrigens alles auf DVD. Die dritte Staffel. Die vierte Staffel. Die fünfte Staffel. Und die finale Staffel. Hier ist hier Brick. Das Mediabook von Die Brut. Bud und Doyle. Hier noch eine aus der Bildstörungsreihe. Der Bunker, ein deutscher Film. Dann hier das Mediabook von The Burning. The Butcher Boy. Und zu guter Letzt The Butterfly Effect. Da warte ich auch immer noch auf ein mal richtig hübsches Mediabook, weil der Film hat das auf jeden Fall verdient. So, dann sind wir auch mit B durch. Und schaltet doch einfach wieder im nächsten Video ein. Das wird wahrscheinlich dann nicht so viel sein. Bei C kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da wirklich so viele Filme besitze. Jo, ansonsten
Könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Ich lese mir das natürlich durch. Und eventuell kann man da ja ein bisschen diskutieren über Bootlegs wahrscheinlich. Aber gut. Wie gesagt, schaltet bei C wieder ein und dann sind wir auch irgendwann ganz schnell durch mit dem Alphabet. Ciao.